Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bevos TechPack. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir sehen hier alle Gekröse auf unserer Wiese. Was soll das denn? Ja, ich habe nämlich gerade gepennt. Das war nämlich nachts, als wir uns ausgelockt haben das letzte Mal. Aber Freunde, wir stehen auf der Mauer. Guckt euch das an. Aber wir stehen, glaube ich, kurz vor der Vollendung unseres Projektes. Was sich da nennt, Diesel. Ach, das ist nur so ein komischer. Okay, ja, wir werden versuchen, jetzt das mal fertig zu kriegen. Auf jeden Fall sind wir gut dabei. Mussten uns gerade noch ein Auto-Workbench craften. So, das Ding muss jetzt mal weg da. Weil wir natürlich aus den Bones, die da drin sind, noch was machen mussten. Und zwar Bone Meal, logischerweise. Das Bone Meal ist Zutat von dem Fertilizer. So, räusper. Das ändert aber ein wenig den Plan. Wir machen jetzt nämlich Folgendes. Hier drinnen sammeln sich die Knochen, genau. Und wir schalten den jetzt einfach dazwischen. Und hoffen, dass das hinhaut, weil ich da hinten, glaube ich, wenig Platz habe. So, wenn wir jetzt den... Ich habe jetzt gar keinen Knochen dabei, ne? So ein Mist. Also der, da brauchen wir hier noch ein Servo. Mit Whiteliste soll Bone Meal raussaugen. Okay, wir müssen einmal noch zurück beamen und gerade mal ein Bone Meal und einen Knochen mitnehmen. So, dann können wir das da hinten nämlich ordentlich fertig machen. Achso, eine Falltür hätten wir natürlich auch mitnehmen können. Die brauchen wir hier. Hier geht es nämlich runter in unserer Steuerzentrale, die wir uns hier angefertigt haben. Moment, ich bin schon wieder viel zu weit gelaufen. Viel zu weit. So, okay. Also, du machst aus Knochen Knochenmehl. 3 Stück. So sieht's aus. Und gucken wir mal, ob das hinhaut. Der Knochen geht rüber. Warum sollte das auch nicht hinhauen? Ist ja nicht das erste Mal. Ich klaue mir den Knochen mal wieder. So, und dann geht das Bone Meal, was hier gewhitelistet ist, geht hier rüber. Und dann kommt hier natürlich nur Bone Meal an. Da brauchen wir hier nur eine Leitung. Das ist schön. Und hier raus kommt... Oh, da fehlt noch ein Servo. Ja, na toll. Okay, wir brauchen noch ein Servo. Wir brauchen da auch noch ein Servo. Okay, dann können wir hier natürlich jetzt das Bone Meal platzieren und Netz. Also nicht Netz, sondern String. String haben wir auch nicht. Okay, wir brauchen also noch die Servos und ein String müssen wir mitnehmen. Das kriegen wir alles hin. Servo. Kriegen wir alles hin. So, Servos haben wir mit und ein Faden, bitteschön. Den Faden nicht verlieren. So, jetzt runter. Und gerade alles fertig machen. So. Der Faden kommt dahin und dahin. Jetzt hoffe ich, dass das hier mit dem Rezept passt. Ja, steht doch hier schon. Fertilizer. So, und der Industrial Fertilizer, wenn er nun endlich mal fertig ist, soll irgendwie da hinten hin, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall kommt der hier lang, geht dann da runter. Da unten durch. Und dann da durch. Und dann da hoch. Ja, macht das Sinn? Ich hoffe das. Ne, hier kann er ja gar nicht weiter. Na doch, der kann seitlich da dran. Wird er wohl müssen, weil wir sonst keinen Platz mehr haben. Okay, so wird's gemacht. Ich hoffe, ich habe genug mit. So. Da raus. Die ganze Verbindung, die kappen wir gleich. So. Weg, 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 weg. So, jetzt die nächste Verbindung kappen. Weg. Passt das so? Ja, sieht gut aus. Und jetzt da hoch. Oh, da war noch eine Verbindung, die müssen wir gleich kappen. So, jetzt wird er hier bestückt seitlich. Wir gehen mal runter und gucken mal, was wir da unten noch ausrichten können. Moment. Ja, diese Verbindung muss natürlich auch weg.
Okay. Wow, ist das kompliziert. So, und dann sorgen wir hier natürlich nur Wheat raus. Raus vor allen Dingen. Also, hier kommt Wheat Whitelist und immer an. Funktioniert schon mal. Ich hoffe nicht, dass das Ding vollläuft, aber sollte irgendwie funktionieren. Wobei, wenn ich jetzt die Stickies anmache, läuft das komplette Ding voller Stickies, oder? Könnte passieren. Deswegen müssen wir hier eigentlich Wheat blockieren. Also Wheat 3. Stickies. Nur 2. Dann noch 2 mit Bones. Und Faden. Nee, Bones nicht, aber Bone Meal. Ja, aber oh nee, da werden wir trotzdem Stau kriegen, ne? Weil das verbraucht sich ja. Naja, müssen wir irgendwie im Auge behalten. Mal sehen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Faden. Damit wir das alles ganz genau machen können. So, also hier raussaugen. Machen wir immer nur ein. Wird trotzdem zulaufen, aber egal. So, da kann sich das schon mal füllen. Knochenmehl haben wir auch. Wir haben sogar fast, wenn wir noch einen String hätten, hätten wir alles da für ein Rezept. Platziere mal das da, dass da nicht Stickies hinkommen. So, und dann saugen wir das hier raus. Das fertige Fertilizer, das können wir aber noch nicht bestimmen. Weil wir keins in der Tasche haben. So, wenn wir das jetzt, dann müssen wir das jetzt endlich mal hier nur mit Spikes befüllen. Ne? Wir bauen einfach mal ein paar Spikes. Wie machen wir das mit dem Wasser? Da müssten wir hier noch überall was platzieren, ne? Hier überall noch eine Reihe zumachen. So. Ja. Oder noch eine. Oder so. Okay, mir fehlt noch Zeug. Ich hab noch ein bisschen Erde. Wäre eigentlich wurscht, ne? Wir können eigentlich alles nehmen. Was haben wir noch so? Gravel nehmen wir auch. So, dann bräuchte ich hier nicht viele Spikes, ne? Das ist asymmetrisch jetzt, aber egal. So, da müsste ich noch einmal zumachen. Kann ich hier noch ein bisschen Erde rausruppen irgendwo. So, hier noch zu. Und wenn ich jetzt hier noch Spikes hinmache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir bauen erstmal 15 und gucken, wie weit wir kommen. Und dann brauchen wir noch einen Eimer Wasser mal dabei, ne? Ja. Genau, wenn wir die Spikes fertig haben, dann starten wir das Ganze mal und gucken mal. Weil da können wir uns eine Menge Eisen sparen, wenn wir wirklich diese Spikes so hinkriegen, ne? Also mit dem Wasser, dass da alles irgendwie voll mitkriegen. Wir haben noch ein Iron Spike, das gefällt mir gut. Weil dann können wir das nämlich hier jetzt rausholen. R. So. Da wollte er verzaubertes Schwert machen, ne? Warum das denn? Ich will ganz normales Schwert. Ah. Kriegt ein ganz normales Schwert nicht hin. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Erstmal 12. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, das kostet so viel Eisen, das macht mich innerlich kaputt. Was soll's, wir müssen irgendwie klarkommen mit dem ganzen Ding. Wir schauen erstmal, was uns das bringt. Irgendwie müssen wir das mit dem Wasser hinkriegen, weil ich habe keinen Bock, so viel Eisen zu verschwenden. So. Ein
So. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück fehlen noch. Ja, aber komm, die können wir noch spendieren. Das würde ich noch verkraften. So, 6 Stück. Was wird uns das kosten? Jetzt haben wir natürlich kein Spike mehr dabei. Oh, jetzt habe ich da eine Route eingegeben. So. Schwert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, 6 müssten reichen. Jetzt haben wir 8 Stück. Genau, das passt genau. Also ist einer zu viel. Aber war ja vorhin auch schon einer zu viel. So, wir gehen erstmal schlafen. Zack, haben genug von den Monstern. Wir sind nämlich letzte Folge tatsächlich krepiert. Glaubt's oder lasst es. Guckt's euch an, wenn ihr nicht schon habt. So. So. Gut. 2 über. Der Rest muss mit Wasser funktionieren. Also, ich hoffe das. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es einfach gleich mit Wasser füllen hier. Also diesen Spalt, den ich da freilege. Den fülle ich mit Wasser. Zumindest erstmal in den Ecken. Könnte sein, dass das schon reicht. Und dann hoffe ich, dass alles hier runtergeschwemmt wird. So, ein Eimer hatten wir dabei, da war ich mir fast sicher. So, Wasser ist hier in der Nähe. Welch glücklicher Umstand. So, jetzt gucken wir mal, fangen wir mal hier hinten an. Da hinten haben wir was freigelegt. Das ist natürlich fatal in dem Fall. Weil da sonst Wasser hinfließen würde. So. Das ist gut. Also brauchen wir nur die Ecken. Weil das sieht so schon ganz gut aus. Wenn wir jetzt da noch einen hinmachen, dann sollten eigentlich alle, die da spawnen, und ich hoffe, die spawnen auch, aber ich glaube, die werden zwangsgespawnt durch den Spawner. Da können die sich nicht viel aussuchen. Okay, wo fließt das jetzt hin? Das fließt in meinen Wartungskanal, ne? Ist hier was zerstört worden? Nein. Hier ist alles ganz fest gebaut. Okay, dann müssen wir einen weiter hier hin mit dem Tunnel. Das nützt nichts. So. Okay, so können wir damit leben. Okay, haben wir noch Rasen bei? Erde, bisschen Erde. Dass das hier ein bisschen schicker aussieht. So. Okay, und nochmal Wasser. Water, Water. So. Okay, wie sieht das jetzt aus? Okay, der Block muss da weg. Das ist natürlich Quatsch da hinten. Das Ding machen wir jetzt mal an. Always active. Eigentlich sieht das so aus, als würde das funktionieren, ne? Okay, wir schmeißen einfach mal so ein Ding an. Always active. Was ist das jetzt für einer? Spider. Na, probieren wir es mal mit der Spider. Schießt auf mich. Sag mal. Hallo, ist doch gar nicht zulässig. Gut, Spinnen, die spawnen alle da unten drin, das ist schon mal gut. Dann machen wir den mal auch an. Die sind da nur so blöd am Klettern, aber die werden ab und zu doch runtergedrückt. Und sterben dann, hoffentlich. Ja, doch. Jetzt will ich nur einmal noch die Skelette sehen, dann gehe ich runter und gucke, wo es bleibt. Da sind sie. Okay, einer ist hier oben gespawnt. Das ist doof. Aber da kommt ja ein Deckel drüber, dann sollte das weg sein. So, was passiert hier? Okay, da wandert schon Strings rüber. Da kommt das Bone Meal Paket, das erste wahrscheinlich.
Okay, und hier sammelt sich dann der ganze Müll, der da noch überbleibt, ne? So, das String geht nach da. Okay, dann dürften wir ja eigentlich schon den ganzen Krempel hier hinten ankommen. Sehen. Ja. Strings sind angekommen und das heißt... Ja. Schön. Das heißt, da kommen jetzt noch mehr und noch mehr und mehr und dann kommt, wird das immer... Jetzt ist hier alles frei. Dann spammt das hier alles voll mit... Okay, wir müssen einmal noch den Fertilizer hier freigeben. So, dann dürfte der Fertilizer abhauen. So. Ah, Mann, jetzt werden hier alles voller, Stickies gespammt. Das ist doof. Das ist echt doof. Boah, da fließt jetzt eine Menge Fertilizer hoch, ne? Da oben wird jetzt abgeerntet, wie verrückt. Ah, Mann, hier kann man nicht sowas einstellen, wie den Platz behalten, ne? Das ist doof. Also Holz ist Deck, weißt du? Weißt du, was ich meine? Funktioniert leider nicht. Und hier ist der Engpass im Moment. Aber dürfte da jetzt Fertilizer drin sein, eine ganze Menge sogar, oder? Ja. Aber warum ist denn hier das Zeug nicht eingepflanzt? Das verstehe ich gerade nicht. Warum ist das passiert? Ach so, die Kiste ist aus, ne? Ach so, und wenn das Zeug da drauf fällt, dann despawnt das gleich? Echt jetzt? Ich brauche mal gerade noch ein paar zwei Seeds. Was nicht so einfach wird hier mit den Vakuum-Chests. Ah, wo kriege ich denn zwei Seeds her? Hier vielleicht? In dem Biom gibt es keine Seeds, wa? Komm schon. Keine Blume. Ja, da ist einer. Na komm, noch einer. Ich krieg Seeds, aber nicht den ich will. Aua, jetzt haut mich hier auch noch einer. Jetzt hab ich mein Schwert weggeschmissen. Mensch. Hau ab! Der haut ab. Seit wann ist denn diese Mechanik drin, dass sie abhauen? Oder ist der doof einfach? Boah, was ist denn jetzt hier mit dem Seed? Ja, zwei Seeds. Yippie! So, ich muss einmal noch runter da. Alles richtig einstellen. Moment, ich hab Hunger. Ach komm, wir gönnen uns mal die Äpfel. Ach, weißt du was? Wir haben genug davon. So. Und jetzt bitte nicht zerstören. Sonst muss ich da Glas drüber bauen. So, da dürfte jetzt eigentlich voll abgehen da unten. Ich guck mir das mal an. Okay, die Weizendinger werden hier sofort verqualmt. Nur dieses ganze Stickies, die gehen mir auf den Nerven. Sticky, sticky, sticky. Ich überlege, ob ich die Truhe wegmache und das direkt von hier mache. Wird dann auch zugemüllt, aber vielleicht nicht so schnell.
Und ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich das portionieren kann. Ne? Portionieren kann, ne? Weil das nervt. Das mit dem Zumüllen, das wird passieren. Hundertprozentig. Ob ich's will oder nicht. Okay, nochmal. Fertilizer. Rüber. Bone Meal kommt ganz schön viel rein, ne? Sehe ich gerade. Weizen ist halt der Engpass. Wir haben auch ganz schön viele Strings. Aber warum eigentlich? Das müsste doch da oben jetzt, das müsste doch da jetzt wachsen. Wie irre, oder? Achso, wir haben gar keinen Fertilizer. Kommt jetzt aber wieder. Okay, geht jetzt wieder ab wie Sau. Auf jeden Fall funktioniert's. Irgendwie funktioniert's. So, hier ist noch ein Block Erde, den mache ich mal gerade zu. So, jetzt dürfte unten wieder einiges angekommen sein. Und da kommt auch schon wieder einiges nach. Also wir sind... Es funktioniert, ne? Irgendwie funktioniert's denn doch. Da kommt wieder eine Menge Weed und Seeds. Seeds gehen rüber. Dann dürfte der Generator aber auch langsam aber sicher anlaufen, ne? Also hier brauche ich noch eine Lösung. Das kann so nicht bleiben mit den, mit dem kleinen Inventar hier. Obwohl, egal wie groß das Inventar ist, weil ich glaube, die Seeds oder auch das Bone Meal, so wie ich das hier sehe, das wird überwiegen irgendwann. Dann wird das irgendwann nicht mehr reichen. Die Stickies, die werden hier alles zerstören. Ja, so wird's kommen. Kommen auch unendlich viele nach. So, jetzt will ich aber echt gerne mal noch schauen. Es ist nämlich schon dunkel, das ist schlecht. Was ist hier mit unserem Diesel-Onkel los? Aber wir müssen hier ausleuchten, das geht doch so gar nicht. Wir leuchten hier mal aus gerade, warte mal, das gönnen wir uns noch. F7. So, Fackeln haben wir nämlich genug. Ach, da läuft der Generator da unten. Habt ihr gehört? Also ab und zu kommt da so ein Tropfen Öl raus und dann läuft er. Ich vermute auch, dass der Akku unten bald voll sein wird. Dann werden wir uns mal richtig dicken gönnen müssen. Dass wir richtig auf Vorrat Energie machen können. Da läuft er schon wieder. Immer wenn hier Seeds ankommen wahrscheinlich, ne? Da ist wieder ein Seed. Genau, zack, rüber. Wir dürften eigentlich schon so viel Energie hier haben. Ja, haben wir. Ist nämlich voll. Aber läuft, das ist ja auch die Frage, läuft das Ding trotzdem, auch wenn es voll ist? Ach, hier ist ja auch alles. Das Ding läuft trotzdem, ne? Wo geht denn da die Energie hin? Doch, wir brauchen einen dickeren Akku. Oder mehrere von diesen, was ist denn das? Mit 5 Millionen brauchen mehrere von den 5 Millionen Dingern, ne? Naja, okay. Das werden wir aber alles nächste Folge erleben, liebe Freunde. Wir sind schon wieder am Folgen-Cut. Am Folgenende sind wir schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und schön, dass ihr dabei wart. Und wir sind endlich fertig mit dem Diesel-Ding. Außer dieses klitzekleine Problem, dass da eventuell sich was zumüllt. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt Power ohne Ende. Weil so wie ich das sehe, funktioniert das super. Wir müssen da hinten noch einen Deckel drauf machen. Und diese Spawnerei hier, die... ist echt gut, ne? Ist echt gut. Ist, boah, darfst du nicht zu nahe kommen. Die ballern dir ein Loch im Kopf, aber... Aggressives Volk. Und die ballern sich sogar gegenseitig ab da. Ne, auf jeden Fall kommt da ordentlich was bei rum. Auch wenn die Strom fressen wie irre. Ja, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Huch, was habe ich jetzt gedruckt? Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.